Heute gibt es das Rezept zu einem Klassiker, der luftig, locker und frisch schmeckt und ganz einfach zubereitet wird. Bevor es mit der Zubereitung des Kuchens losgeht, ist es ganz gut, wenn ihr eure Kastenform mit Backpapier auslegt. Da spart ihr euch einiges an Arbeit und es geht wirklich easy. In meinem Video zu Marmorkuchen habe ich euch bereits eine Methode gezeigt und das ist die zweite. Legt das Backpapierblatt so auf die Form drauf, dass die langen Seiten der Form schön bedeckt werden. Danach mache ich mit meinem Nagel so eine Linie und entferne dieses Stück vom Papier mit einer Schere oder einem Messer. Jetzt sind die Seiten an der Reihe und zwar werden diese eingeschnitten und zwar bis zur Form hin. Nehmt das Backpapier von der Form herunter, legt es in die Form hinein und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr habt jetzt drei kurze Stück Backpapier. Das mittlere liegt außen an der Form an, die anderen zwei links und rechts, die überlappen sich in der Mitte. Zum Schluss die Seiten mit den Klammern fixieren und das war's auch schon. Jetzt geht's an die Zubereitung des Kuchens. Im ersten Schritt vermischt ihr einfach die trockenen Zutaten miteinander, also Mehl, Speisestärke und Backpulver. Für den Teig brauchen wir die Schale einer halben Zitrone und auch den Saft. Zum Schluss ergibt das ungefähr einen Esslöffel Zitronenzesten. Danach presse ich eine Zitrone aus und verwende die eine Hälfte für den Teig und die andere für die Glasur. Und falls auch etwas vom Fruchtfleisch hängen bleibt, könnt ihr dieses gerne mit in den Teig geben. Jetzt gebt ihr die zimmerwarme Butter mit dem Zucker und der Vanille in eine Schüssel und rührt am besten möglichst lange, denn je heller und luftiger die Masse ist und je weniger Zuckerkristalle darin zu spüren sind, umso weicher und luftiger wird auch euer Kuchen. Im Anschluss gebt ihr die Eier nacheinander dazu und zwar unter ständigem Rühren. Es folgen die Zitronenzesten und der Zitronensaft und werden nur ganz kurz eingerührt und danach werden die trockenen Zutaten Schritt für Schritt hinzugefügt. Wenn der Teig fertig ist, sieht er so aus. Er ist schön hell, cremig und luftig und kann jetzt in die vorbereitete Form umgefüllt werden. Zum Schluss den Teig glatt streichen und die Klammern entfernen, außer ihr verwendet metallische, die könnt ihr sogar mitbacken. Und jetzt wandert der Kuchen in den Ofen. Gebacken wird er bei 175 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Ofen zunächst 15 Minuten lang. Danach nehmt ihr den Kuchen nicht komplett aus dem Ofen heraus, sondern zieht ihn ein wenig zu euch, schneidet ihn oben mittig an der Oberfläche ein, damit er dieses typische Muster bekommt, gebt ihn wieder zurück hinein und jetzt wird er weitere 35 bis 40 Minuten gebacken. Nach insgesamt 50 bis 55 Minuten im Ofen macht ihr die Stäbchenprobe und wenn der Zahnstocher oder der Schaschlikspieß sauber herauskommt, ist der Kuchen fertig. Lasst ihn zunächst für ungefähr 15 Minuten in der Form auskühlen, danach entfernt ihr das Backpapier, nehmt ihn heraus und lasst ihn vollständig auskühlen. Und wenn das der Fall ist, wenn der Kuchen also komplett ausgekühlt ist, könnt ihr die Glasur zubereiten. Dafür vermischt ihr einfach den Puderzucker mit dem Zitronensaft. Ich habe hier den Saft einer halben Zitrone verwendet. Sollte dieser nicht ausreichen, damit ihr die perfekte Konsistenz bekommt, könnt ihr noch ein bisschen Wasser oder Zitronensaft hinzufügen. Am Ende sollte die Glasur so aussehen, also nicht zu flüssig und auch nicht zu fest. Gebt die Glasur einmal grob über den Kuchen, damit sie auch wirklich überall vorhanden ist und danach könnt ihr euch um den Feinschliff kümmern. Ich verteile ganz gerne noch ein paar Zitronenzesten über der frischen Glasur, denn es sieht schön aus und es gibt dem Kuchen zusätzlich so einen Aromakick.
Lasst die Glasur gründlich abtropfen, danach könnt ihr den Kuchen auf einen Servierteller stellen und jetzt sollte die Glasur fest werden, entweder bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank und es darf angerichtet werden. Und noch ein Tipp am Rande, Kuchen, die besonders viel Butter enthalten, sollten immer auf Zimmertemperatur serviert werden, denn im Kühlschrank wird die Butter fest und der Kuchen ebenfalls. Deswegen nehmt ihn am besten ungefähr 30 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank heraus, dann ist er richtig schön weich, locker und luftig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.